In einem Rennen sind die Läufer, die dem Ziel am nächsten sind, in dieser Reihenfolge Anna, Boris, Clementine und Diego. Nach einigen Überholungen lautet die Reihenfolge nun Clementine, Boris, Diego und Anna. Frage: Wie viele Überholungen gab es mindestens? Am Anfang ist die Situation also diese: A ist dem Ziel am nächsten. Am Ende ist die Reihenfolge diese. Jetzt ist A dem Ziel am weitesten entfernt. Um also von dieser zu dieser Situation zu gelangen, haben zuerst einmal diese drei Läufer Läufer A überholt. Also erstens B überholt A, dann haben wir diese Reihenfolge. Zweitens C überholt A, dann haben wir diese Reihenfolge. Drittens, D überholt A. Und somit steht A ganz links, so wie es sein soll. Um diese Situation zu erhalten, muss nur noch C B überholen, also so. Und demzufolge hat es insgesamt 1, 2, 3, 4 Überholungen gegeben. Also ist D die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.